Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon.
Ja, wie ihr bestimmt das letzte Mal gesehen habt, ist ja meine Festplatte vollgelaufen. Hey, yay! Ich bin einfach zurückgelaufen, habe noch das Feld sozusagen auf den neuesten Stand gebracht. Apropos auf den neuesten Stand, das sehe ich gerade, das gefällt mir nicht. Das kommt dahin, das kommt dahin und das kommt dahin. Dann brauche ich noch mal eine Mattock, weil meine Sichel, wollte ich schon sagen, meine Harke ist kaputt. Und die müsste hier sein. So, es kann natürlich sein, das wird vielleicht einigen aufgefallen sein, ich höre mich ein bisschen an wie ein Nasenbär. Ich hoffe, dass es nicht so extrem merkt, aber wie es aussieht, brüte ich gerade was aus. Und ich habe mir gedacht, na, solange ich noch einigermaßen geradeaus laufen kann und ich noch einigermaßen die Stimme habe, dann versuche ich noch was aufzunehmen, dass wir noch ein bisschen Content haben. Ja, genau, dann war ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel, dass ich jetzt mit euch zusammen noch gefunden habe. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt Glück gehabt und zwar heute. Also ich habe gestern sozusagen den ersten Teil, wo ich dann zurückgelaufen bin und das dahin noch gemacht. Und also für mich gestern. Und ja, und dann habe ich immer wieder Rubber Trees aufgestellt. Und da kam halt fast kein Sapling raus. Ich habe gedacht, ich wäre irre. Aber heute sind sie mir gesonnen. Heute habe ich bis jetzt ein bisschen Überschuss. Das ist doch auch schön. So, dann hätte ich gesagt, wenn ich schon die Mattock da habe, schmeißen wir sie auch gleich rein und reparieren sie. Dasselbe machen wir auch mit der Axt. So, in der Zeit, wo ich sowieso da bin, weil ich habe ja gesagt, ich habe noch die Redstone-Ader ein bisschen weiter ausgegraben. Da ist auch, wie es aussieht, ein Spawner drunter. Yay. Jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo ein Teil der Monster es ist. Also sie sind an. Sie laufen bei mir noch nichts nachts zum draußen. Das ist aber ganz in Ordnung. Wie gesagt, was passiert, wenn die draußen rumlaufen, hat man ja auch gesehen. So, ich habe noch drei Bücher geholt. Genau, ich war noch beim Dungeon, habe die drei Bücher mit eingesammelt. Das heißt aber, wir müssen jetzt erst einmal mit der Technik etwas weitermachen. Und dafür brauchen wir jetzt erst einmal Red Alloy Ingots. Aber bevor ich die Red Alloy Ingots mache, brauche ich erstmal von Stone Age was. Und zwar von Stone Age brauche ich das Redstone. Und zwar das hier. Und zwar dafür brauche ich 64 Redstone, 32 Rubine und 16 Cinnabar. Sondern einige gedacht haben, das kann doch nicht sein, dass der die nicht mitgenommen hatte. Doch, habe ich. Ich habe sie nur in die Kiste geschmissen. Und zwar 15, weil ich gewusst habe, dass ich noch ein paar zu Hause hatte. Ha. Ja, konzentrierte Essenzbeeren. Die sind meiner Meinung nach wichtig. Okay, irgendwann. Ja, wobei hier, nein. Bis jetzt läuft mir nicht so viel entgegen. Und dann machen wir erstmal das. So. Dann habe ich das da erledigt. So, jetzt heißt, wir haben die nächste Quest offen. Und zwar, ich brauche einen Cauldron, einen Water Bucket, ein Crushed Redstone Ore. Ein Cauldron. Da war der Herr da hinten so nett und hat mir mal eins vermietet. Ohne Gebühren. Ja. Dafür darf er mal Nachbar erstmal bleiben. Bin ich nicht nett? So, dann schütten wir auch mal hier schnell mal ein bisschen Wasser rein. So, jetzt brauchen wir 64 Crushed Redstone Ore. Die müssten wir jetzt auch definitiv haben.
Die müssten hier drin sein. Nein, haben wir natürlich nicht. Bin ich nur gerade beim Überlegen, ob ich jetzt die ganzen Hämmerchen dafür verbrat. Ja, verbrate ich, weil ich weiß ja, warum, dass ich Redstone will. So, wir gucken mal. Halt, das wird... Ah, oh, wenn nicht, ich habe ja noch ein bisschen, ich habe ja noch ein bisschen was, was man ausgraben kann. So, aber nicht mehr viel. Also ich bin ja auch da schon fleißig, aber lasst mir mal meine Werkzeuge pushen. Und dann geht es noch viel zügiger. So. Habe ich jetzt. Ich fange jetzt erstmal mit dem Hammer an, der wo sowieso schon fast kaputt ist. Der ist da. Und ich glaube, ich kriege immer nur zwei raus. Das heißt, ich dede gerne eigentlich in der heutigen Folge. Das werde ich nur nicht schaffen. Ja, jetzt fängt er wieder das Jammern an, ich weiß. Nein, ich brauche hiervon brauche ich 12. Das heißt, ich brauche davon 2. Naja, 28 könnte reichen. Aber bevor ich jetzt hier meinen Dampf einfach mal verschwende, was ich gerade getan habe. Dann holen wir uns schnell noch einen Wrench. Weil das will ich auf jeden Fall auch machen. Ich mag dieses Wabern nicht. So. Und ihr seht gerade, ne, also hier sind keine Maschinen angeschlossen und ich habe trotzdem diese Pfeile schon mal hingemacht. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Wäre mal wieder typisch ich, dass dann davor für Effekt kommt. So, und ich hätte gesagt, mit den restlichen höre ich auf. Ich habe den Stack auf jeden Fall voll. Ich muss das Zeug ja auch noch klein hauen. Und falls ich einen Maserator bekommen sollte, habe ich auf jeden Fall ja auch dann noch mehr Output. So, wir haben hier 64 und hier haben wir auch schon mal 64. Jetzt muss ich nur gucken. Brauche ich dann Redstone? So viele? Mal schnell aufmachen. Ja. Also macht es auch Sinn, die... Ja, wobei. Habe ich hier noch welche drin? Ich habe hier noch 64 Stück drin. Dann reicht's. Und dann lasse ich die erstmal hier rumliegen. Das heißt, ja. Der Hammer, der ein bisschen angeknackst ist, kommt dahin. Das kommt auch wieder da rein. Passt. Dam, 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 da. Was ich hier machen muss, ne, damit dieses Zeug hier verschwindet, weiß ich nicht. Da muss ich... Ne, ich habe es leider noch nicht gefunden. Ich würde es ja auch gerne wegmachen oder ich würde es gerne so machen, dass da was ist, aber ich finde es nicht. Ich bin zu blind. So, ich habe ja schon gelesen, sozusagen für euch ist jetzt die Folge 1 raus. Wir sind jetzt, weiß ich gar nicht, in welcher Folge. Also ich bin ein bisschen voraus. Habe ich aber auch gesagt. Da wurde ich gefragt, welche denn Texturen. Also das sind immer, ist immer noch dasselbe Texture Pack. Also das ist
Wartet mal, kann ich das, sieht man das hier? Options, Resource Packs. Also das ist sozusagen Chroma Hills in der GTNH Edition, weil sozusagen ich habe da einfach nur die Vanilla-Blöcke alle drin. Und Soartex GTNH Edition heißt, das sind die ganzen Vanilla-Blöcke draußen. Habe ich halt zusammengeklatscht. Ja, und das war's. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. So, also wir haben zwei Stacks Redstone. Das heißt, ich habe jetzt diesen. Und deswegen eigentlich auch die Quest abschließen wollen. Und da nehme ich auf jeden Fall auch den besseren Rod. Und wenn die dann kaputt ist, werde ich auf jeden Fall die verwenden. So, jetzt habe ich 12 Kupfer. Das heißt, wir werden jetzt uns um die nächste Sache hier kümmern. Und zwar, wir gehen jetzt wieder in diesen Bereich hier. Ihm Alternativen. Okay. Es gibt mehrere Wege, Steam. Alles gut. So, 14 Red Alloy. Schauen wir mal. Was ich immer hier drin will, weiß ich nicht. Du kommst da rein. Du kommst erstmal da rein. Aber ich glaube, ich bekomme immer nur ein Ingot raus. So, wir schauen mal. Ich glaube, ich könnte mit jedem. Vier Stück kriegen. Gut. So, dann hätte ich gesagt, ich muss jetzt einmal auch noch mal hier aufmachen. Ja, davon träume ich. Und zwar, wir müssen dann den Pisten bauen. Dann könnte ich hier den Maserator machen. Und hier habe ich den Kompressor. Genau, diese zwei Maschinen brauche ich. Hammer Time ist, nein, ist eigentlich nicht nur nice to have, sondern ist schon wichtig. Extracting Stuff. Ja, also wir müssen schauen, dass wir die hier fertig kriegen, dass wir die Pistons bauen, dass wir den Maserator hinkriegen. Das heißt, wir hauen uns den mal rein. Und das alles, um an Crude ranzukommen. Doch, ist doch schön, oder? Also alles für die Schmelze. So, das heißt, wir machen jetzt hier wieder aus. Na, beziehungsweise den Kompressor machen wir uns auch noch rein. Dann machen wir das da wieder aus. Und dann schauen wir mal, wie weit das der ist. Ah, der ist schon so weit. Bevor er wieder Psst macht. Waren das jetzt 12? Oder nee, es waren 14. Ich mache nur 12. Das ist natürlich schlau. Habe ich noch welche drin? Nein. Ach komm. Hau rein. Sagt, das Zeug kann man nicht genug brauchen. So, wir haben 8, 12. Wie viel haben wir jetzt? 32. Ja, also das Deck ist dann auf jeden Fall auch weg. So, ich habe mit dem hier angefangen. Mit dem noch nicht, aber da werde ich jetzt auf jeden Fall mal einen halben Stack Redstone investieren.
Naja, ich investiere alles. Lieber haue ich mir noch mal was raus. Bin ich ehrlich. So, haben wir da. Brauchen jetzt das. Was ich auch gefragt wurde, ist, weil ich ja gerade auf diese schönen Teile hier warte. Muss ich nur gucken. Und zwar genau, ich wurde gefragt, ob man, wie man das andere Mods mit implementiert. Da werde ich ein Video dazu machen. Weiß jetzt noch nicht, ob es jetzt in dem Video war, wo ich gefragt wurde, aber auf jeden Fall, ich wurde gefragt. Und ja, werde ich machen. So, dann habe ich schon gesehen, Dreammaster ist auch wieder da, Grins. Wie ich ja dem. Ah, das weiß ich, danke. Es ging mir ja nur darum, dass ich. Also, ich bin ja momentan auf 2 GTs unterwegs. Ich bin ja gestört hoch 2. Genau. Und deswegen gefragt, also. Ah, ja. Ich habe schon gesagt, was schade ist, dass man die nicht verschieben kann, weil sieht man zum Beispiel hier ganz gut. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Circuits, hätte ich halt gerne geschoben. Ja, dass ich jetzt sage, okay, dann müsste ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit, aber fantastisch das Ding, wie ihr es umgesetzt habt. Kann man nur loben. So, jetzt habe ich sogar noch 8 übrig. Und wir haben eine Quest komplettiert. Und dann nehme ich natürlich die nächsten 4. Warum denn bloß? Momentan noch alles viel zu teuer. Okay, dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen jetzt als nächstes den. Die Wire Mill, das heißt, wir brauchen 3 Platten. Ja, das ist auch noch was, was ich, also wie gesagt, wie es NDI verändert wurde, fantastisch. Einzigste, was mich noch ein bisschen, vielleicht hat da jemand einen Trick oder so, oder Dream weiß da mehr. Und zwar, das wäre noch cool, wenn das irgendwie sortiert wäre. Ja, weil es ist immer total lästig. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte Eisen haben. Hab hier auch die Möglichkeiten, dass ich die teilweise sehe. Aber ich kann sie halt nicht übernehmen. Hier rein. Was ein bisschen schade ist. So, wir haben jetzt, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche 3 Platten. Das sind jetzt schon mal 6. 1, 2, 3. Okay, dann machen wir es mal so. Das Emily, 3 Platten. Bis dahin. So, dann brauche ich die Pfeile. Dann brauche ich die Säge. Und zu guter Letzt nochmal die Pfeile. So. Das ist total super, dass ich die jetzt so gemacht habe. Ist egal. Also, das heißt jetzt, ich glaube, die waren so. Komm, Wire Cutter. Wir hauen es uns so rein. Das und das. Das, das und das. Die Schraube. Hammer. Pfeile.
Dreher. Und wir haben unseren Wirecutter. Ich bin der Meinung, mit dem Schraubendreher und dem Wrench die wichtigsten Werkzeuge. So, hier nehme ich mir natürlich die Eisenschrauben. Die parke ich erstmal hier drin. So, und jetzt brauchen wir den Piston. Dafür brauche ich wieder 4 Iron Rods, 2 Platten. Dafür brauche ich Holzschrauben. Dann hätte ich gesagt, machen wir erstmal Holzschrauben. Muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht die Säge auch wieder durchkriege. Mir dann auf einmal das Eisen ausgeht. Und ich tue draußen mal den Ofen ausschalten, weil ich momentan einfach nur Kohle verbrenne. Da ich noch keinen vollen Wasseranschluss habe, bringt es nichts. Da arbeiten wir aber auch dran. Dann will ich ja da jetzt so weit wie möglich kommen. So, das heißt, wir brauchen jetzt die Small Gears. Das heißt, wir brauchen die Pistons. Was ich auch gelernt habe, ist, wenn jetzt ihr hier euch ein Rezept aussucht und ihr sagt, jetzt, das ist genau euer Sinn und Zweck und ihr macht jetzt nochmal das A, dann seid ihr auch hier. Also ich bin bei dem, bei bin ich hier, mit dem bin ich hier. Fantastische Funktion. Kann ich nur sagen. Okay, dann wollen jetzt wir die Gears bauen. Das heißt, ich brauche jetzt die. Das heißt, ich brauche jetzt 4 Platten. 8 Stück insgesamt. Okay, dann kommst du jetzt hier hin. Ich glaube, du musst ihn rausknattern. Raushämmern. Jawohl. Dann setzen wir dich erstmal hier rein. Dann haben wir das. Dann brauche ich die Carpenters-Blöcke. Brauche ich jetzt einfach mal dich. Und nicht normalerweise einen Wrench. Und ich glaube, davon brauche ich 4. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal dich so. Es sind Schrauben dabei, das heißt, es ist immer der Dreher dabei. Ja. Wie viel brauche ich? Als hätte ich schon vorher gewusst. So, das heißt, ich brauche von dir 5. Und die Säge. Wie kommst du dahin? Weiß, jetzt hätte ich noch schneller hingekriegt. Ah, egal. Ich habe jetzt gerade eine Kiste gebaut. Das ist total toll. Ich habe eine Kiste gebaut, weil ich es kann. Schön. Ich wollte eigentlich Sticks haben. So, jetzt ist die Säge fast auch wieder platt. Brauche jetzt aber noch mal einen Wrench. Jetzt weiß ich auch warum, dass ich 2 habe. So, dann haben wir jetzt die.
kommst du dahin, dahin. Dann die vier kommen dahin, dann brauche ich mein Hämmerchen. Dann hämmern wir uns und dann fallen wir uns das da. Das ist das, was ich mir wirklich angefangen habe anzugewöhnen. Ich sehe, dass ein Werkzeug kaputt geht. Da muss ein zweites schon da sein, weil dann weiß ich, dass ich reagieren kann. So, was brauchen wir denn noch für ein Piston? Ich brauche jetzt noch Red Alloy Plate. Okay. Eine. Also der Forge Hammer, ich weiß, das wäre der perfekte. Ich merke schon wieder, es ist dunkel. Und ich habe momentan keine Türen. Nicht das. Oh, ich brauche noch einen Zaun. Ich glaube, es wird erst gerade dunkel. Sehr schön. Das heißt, wir rennen mal schnell raus. Zäune könnten hier drin sein. Jawohl. Und dann müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Für einen Pisten. Jawohl. Und wie ich mich kenne, brauche ich zwei. Hahaha. So, was brauche ich denn für, um Maserate aufzukriegen? Making better tools. Das ist schön. Also das heißt, ich kann, ja doch, ich kann das Ding freilich eher bauen. Wo ist ledig für Gschmarri? Gut, das heißt also, wir brauchen ja, klack, klack. So. Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Das da einen Range davon 8. Dann haben wir den da. Ein bisschen nervig. Nur ein bisschen. So, dann haben wir die Schrauben. Dann machen wir uns schon mal das da. Haben wir auch. Dann haben wir schon mal den Teil. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal acht davon. So, zwei Platten. Hier davon. Die hier in der Mitte. Hammer auf die Seite. Zwickzwack auf die Seite. Hammer kaputt. Und die Pfeile ist jetzt das nächste, was ich austauschen muss. Jetzt muss ich nochmal raus. Auch nochmal einen Zaun. Dann sage ich ja, ich habe dich schon raus, ja. Es gibt nichts, das man sozusagen wegschmeißen sollte, weil zu viel gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Habe ich leider schon andere gesehen, die gesagt haben, nee, das brauche ich nicht mehr, schmeißen wir es weg. Denkst du, okay, warum? Okay, Hammer. So, dann haben wir einen Maserator. Das heißt, ich brauche jetzt Small Pipes dafür und davon brauche ich 8. Das heißt, ich brauche jetzt hier 16. Ich brauche. Das wird nicht arschknapp, sondern das reicht nicht. Jetzt
Muss ich hoffen, dass ich da draußen zwei Durchgänge hinkriege. Dann habe ich auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Komm ja schon. So, was ich jetzt aber auf jeden Fall mache, nachdem ich meinen Wrench mitgenommen habe, ich habe ja sozusagen einen Puffer da, falls es nicht reichen sollte. Au! Bin jetzt ganz verbrannt worden, weil das heißt, der ist durchgelaufen. Danke. So. Also, wir brauchen jetzt erstmal davon 8. Und nochmal 6. Das heißt, ich habe jetzt noch 16 Stück übrig. Ich bin gerade glücklich. Hat nämlich gereicht. So, dann heißt es jetzt, ich brauche als erstes den da, das da, haben wir fertig. Dann brauche ich den da, das da. Haben wir fertig. Dann brauche ich den da, dann fehlen mir jetzt die zwei Diamanten. Es tut mir zwar in der Seele weh, aber den Exquisiten kann ich wieder haben. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal nur einen platt. Das heißt, ich habe noch mal einen Dia. So, Maserator nehmen. Danke fürs Gespräch, ich brauche dich. In den Feuerwerk. So, dann heißt es jetzt. Ja, ich habe natürlich wieder einen Rennen. Ja, ich merke gerade, ich bin in dem Status, wo ich noch schaue, dass ich alles wie möglich wieder wegräume. Weil ich, zu viel Geschlamp im Inventar habe. Ja, ist ja gut. Muss ja sneaken, ich weiß. So. Dann haben wir jetzt schon mal das. Dann heißt es jetzt, ich kann jetzt dich wieder anschmeißen. Weil ab jetzt kann ich die Erze nämlich durchlaufen lassen. Und jetzt verdoppeln wir die Erze. Das war wichtig, dass wir das erledigt haben. So, hier brauchen wir einen klaren Blick. Das heißt, wir kommen hier an Glas ran. Compressing Staff ist der Kompressor. Dafür brauche ich wieder zwei Pisten. Ich habe zu wenig Material. Das heißt, ich werde auf jeden Fall was machen. Ha, nein. Doch, ich habe auf jeden Fall zu wenig Material. Das habe ich auf jeden Fall. So, dann heißt es jetzt. Mein Problem ist, ich brauche diesen blöden Kompressor, um an das Bücherregal ranzukommen, weil ich keinen Bock habe. Das jetzt mit der Hand zu machen. Ja. Doch, ist doch schön, ne? 16 Stück. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall meine 8 Platten. Was brauche ich denn noch? Ich habe aber nur 3. So, das wären 4 und 5. Ja, ich kann den von denen einen wegmachen. Ja, aber ich kann natürlich das durch den Maserator jagen. Habe ich auf jeden Fall was. Jetzt wird es gleich laut, es tut mir leid. Ich habe es zwar, glaube ich, schon ein bisschen runter geregelt, aber ist immer noch laut. Aber es ist halt so, ne? Die ersten Maschinen waren nicht die leisesten. So, gucken wir mal, ob wir ein wenig Glück haben. Ich habe
einen Sapling bekommen. Ja, ich bin schon glücklich, wenn ich einen kriege. Weil ihr jetzt seht, der zweite Baum hat mir nämlich gar keinen gegeben. Ich freue mich. Ja, das geht aber halt erst so richtig, wenn ich dann meine Plantage am Laufen habe. Wo ich halt sagen kann, okay, ich habe jetzt genügend Bäumchen. Ich habe jetzt dann 12 Trees stehen. Da werde ich dann auch wieder 12 Saplinge rauskommen. Oder, ja, ich hoffe es auf jeden Fall. So, normalerweise müsste es ausreichen, dass der jetzt hier das verarbeitet. Jetzt müssen wir mal uns das angucken, und zwar den Crushed. Da hat man ein Problem am Anfang. Also nicht verzweifeln. Ja, also es ist zwar super, dass, also da kriegt man mehr raus, ne? Weil normalerweise braucht man 9, das heißt, man bekommt einen mehr raus, aber ich habe noch keinen Kompressor. Ne, der Kompressor kann das gar nicht. Es kann eigentlich nur der Alloy-Smelter am Anfang. Genau. Und zwar mit dem Mold vom Ingot. Aber dieses Mold, ja, nee, das ist ein bisschen weg. Ganz leicht, ganz bisschen. Wir brauchen nämlich Stahl dafür. Gibt es aber eine Möglichkeit, sozusagen das zu umgehen. Momentan kostet uns halt leider den Hammer. Das heißt, wir gehen hin und klopfen das, und das da ist dann wieder ein Ingot. Aber irgendeinen Tod muss man sterben. Dann nehme ich lieber den, wo ich einen Hammer brauche. Weil Eisen muss ich halt einfach nur raushämmern. So. Jetzt haben wir schon mal 6 Stück. So, da oben haben wir auch Crush Copper. Haben wir auch nochmal welchen. Da haben wir auch nochmal Crush Copper. Das ist super. Das heißt, ich habe jetzt 18. Das heißt, es ist jeweils eine Kohle. Und dann läuft das schon mal. So, in der Zeit, wo jetzt das durchläuft, ein paar Sekunden habe ich noch. Ich hoffe, dass es so passt mit der Länge von den Folgen, weil es, wie gesagt, es kommt nicht täglich welche. Das ist von der Menge nicht zu schaffen. Also, wenn man noch nebenbei arbeitet, meine ich. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Muss jetzt halt nur aufpassen. Dass ich jetzt nicht da oben meine Maschine in die Luft jage, weil ich zu viel Wasserverbrauch habe. Das geht leider nicht, das, was ich gerade mache. 32 Stück müssten reichen, oder? Wir schauen einfach schnell nach. Und zwar, da gibt es nämlich eine schöne Fishing Farming Cooking. Genau. Und zwar den hier. Und zwar das da. Ja. Da braucht man nämlich nicht die ganze Zeit den Eimer hin und her schleppen. Ich brauche für die Quest 16 Stück. Müsste reichen. Und der Tümpel ist schneller leer, als ich gucken kann. Vor allem, wenn ich jetzt dann noch die Schmelze demnächst mache, ist das Ding ausgetrocknet. Dann muss ich meinen nächsten kleinen suchen. So.
Das heißt, wir schütten jetzt mal die rein. Darum schaue ich auch jetzt gerade, dass ich diese Quests hier mache. Alte Datei ist drin. Weil das gibt mir am Anfang Eimer und da spart man einfach Eisen. So, wir nehmen die 16 Stück weg. Geht es auch so? Jawohl. So, und jetzt haben wir schönen Teig. Ist zwar noch nicht das Nonplusultra. Crops wären zwar auch schön, aber nein. Also, die kann man sich ja auch noch anderweitig machen. Und zwar mit den Long Wood Sticks. Und Long Wood Sticks macht man sich am Anfang mit einer Säge und mit einer Feile. Das wird schön. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und schon ist das nächste Eisengeschichte. Also der Hammer kommt dahin, über die anderen zwei. Okay. Dann machen wir uns den letzten auch noch. So, das Wrench, der packen wir mal rein. Genau, jetzt kommen die so hin, darum liebe ich diesen Mod. Klack. Wir haben die nächsten Farmings. Wie viel muss ich denn überhaupt machen? 16. Ja, ne? Also, da brauche ich nicht ist überlegen anfangen. Ich glaube jetzt nur, komm. Wenn ich was habe, ist es dieses Holz in Überfluss. Und wir sind ja auf dem Weg, ne? So, nächste Quest abgeschlossen. So, jetzt kann man sich hier natürlich die Kakaobohnen holen. Aber wir gehen mal schnell ins Receipt rein. Wenn man sich nämlich die Lederrüstung macht, kann man sich auch nochmal Farbe holen. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil hier gibt es 64 Crops. Ihr habt es gesehen? Also, hat es sich jetzt. Ah ja. Danke. Also sie sind nicht wahnsinnig teuer. Aber sie sind, ja, verbrauchen noch Werkzeug. Kann ich mir momentan noch nicht so viel leisten. Also, machen wir es so. So, dann hast du schon mal das da fertig. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal Zinn und Kupfer. Ich würde nämlich gerne den Kompressor noch fertig kriegen. Das Schlimme ist nur, das Problem ist eigentlich jetzt der. Ja, wobei der hat als eigentlich so viel Dampf aufgebaut. Geht noch. So, die 16 Stück, die wo ich jetzt hier habe. Da machen wir jetzt mal die 8 raus. So, Maserator ist weg. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die Pipes. Pistons habe ich. Das heißt, ich brauche jetzt 12 Bronze-Ingots.
Das heißt, wenn der noch einmal komplett mit dem Dampf oben ist, nee, ich brauche ihn sogar nur bis zur Hälfte. Ich parke ich schon mal unten. Dann machen wir uns mal schon mal die Platten. Dann haben wir schon mal vier. Wie gesagt, bringt mir nichts. Ja, okay, ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich reiße den Maserator wieder ab, pack den Maserator hier hin und pack dann den. Aber es kommt ja ein Kompressor dazu, es kommt die nächste Maschine dazu. Ich werde das ganze Zeug hier brauchen. Können auch noch oben drauf stellen, ich weiß, aber nein. Nein, einfach nein. Dafür brauche ich das Zeug zu oft. So. Das heißt, wir haben jetzt das da. Das heißt 22 Redstone. Die Lapisvene habe ich leider bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ich werde mir jetzt schon mal den nächsten Hammer bauen in der Zeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst auch anfangen, Eisen durchzujagen. Ich habe momentan nicht sehr viel da. Graphit, Cassiterit ist Verdoppelung. Kohle macht noch keinen Sinn. Brauche ich sowieso erst, wenn es um Stahl geht. Ich bin zwar schon mittlerweile jemand, der wo gerne vorausplant, aber das kann ich noch nicht planen. Basaltik Mineral und das ist auch noch der im schwarzen Stein, der nervt mich sowieso. Dann jagen wir mal als nächstes durch den Maserator. So, wir sind fast durch, das ist schön. Und wir legen uns hin. Und das Schöne ist, heute mache ich die Folge dafür ein bisschen länger. Heute gibt es nämlich auch keinen. Wir machen noch was. Hinten dran. Wie gesagt, ich mache mal so Kleinigkeiten immer wieder mal, dass ich sage, okay, ich mache mal schon mal die Kante so weit weg. Oder ich grabe mal was aus. Weil wir sonst nicht weiterkommen. Das mache ich schon. So. Müsste ich noch den Kompressor abgeschlossen haben. Jawohl, Hammer. Wir klemmen uns den. Und das habe ich jetzt wirklich nur gemacht, damit ich mir Bücher bauen kann. Ist doch total vernünftig, oder? Wenn ihr seht, warum das vernünftig ist, dann müsst ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschalten, weil da erkläre ich es. So, Rubberwood. Da könnte ich mal. Ja, das könnte man noch schnell machen. Säge, das da, Säge weg. Du hin, du in die Mitte. Ich habe meinen Oak Drawer. Dann hätte ich gesagt, ich verfrachte dich dahin. Ja, ich habe so eine kleine Devise eigentlich. Alles, was mehr als ein bis zwei Stacks ist, ich sag mal jetzt zwei Stacks. Weil ich mache jetzt bestimmt gleich eine Kiste auf und ziehe gleich zwei. Wird eigentlich von mir dann sozusagen gleich mal weiterverarbeitet. In diese Drawer nämlich rein. Ich hoffe, dass die nicht so serverlastig sind wie früher. Weil ich mag die eigentlich auch.
Auch wenn sie nicht mehr mit dem Draw-Controller so funktionieren wie früher, aber man muss halt auch dann mal das Lager so aufbauen, dass es halt auch funktioniert. So, ich habe natürlich den Wrench vergessen. Ich wollte den Kompressor anschließen. Langsam aber sicher. Naja, ich habe noch zu wenig Eisen. Ja, ich muss jetzt halt dann das auch mal machen. Ja, wie gesagt, momentan ist noch der da. Da bin ich ja jetzt schon bei 8 und bei 34%. Bei dem bin ich zwar auch bei 8, aber erst bei 4%. Ja, also da muss ich jetzt schauen. Aber da bringt uns das Eisen auch weiter. So, und ich wollte mit dem Wrench auf die Seite gehen. Dann machen wir dich so, dann machen wir dich so. Na, und dich machen wir wieder weg. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall das schon mal fertig. Hier brauche ich jetzt wahnsinnig viel Eisen. Das Schöne ist, ich bekomme noch einen Pisten, damit ich dann Hammer Time pack dich gleich mal, dass ich das Rezept eigentlich schon fast habe. Und der Steam Extractor, der ist eigentlich dann dafür da, dass wir dann mal irgendwann an den Rubber rankommen. Aber da muss ich dann auch noch in den Nether. Und Stahl brauchen wir auch noch vorher, also diesen Weg hier. Da haben wir noch einiges vor uns und Alumite brauchen wir auch noch. Es gibt noch sehr, 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 sehr wenig zu machen. Okay, also das heißt, Butchering Knife, ja doch, ich könnte noch bei den Kühen noch mal vorbeigucken. So, und warum, dass ich jetzt vorhin gesagt habe, ich will Redstone auf jeden Fall in Maserator haben und ich mache nicht mehr. Das seht ihr jetzt. Braucht nur 40 Sekunden. Also ich werde auch die Stahlversionen von den Dingern bauen, weil ich habe festgestellt, der Stahl am Anfang definitiv in die wichtigen Maschinen im LV zu ziehen und die da erstmal mit dem Steam arbeiten lassen. Also das heißt, der da wird als erstes gepusht, wenn die fertig sind. Glaub, sieht man das sogar schon? Nein, ich glaube, die gehen erst auf, wenn der Stahl offen ist, oder? Genau. Ja. Time to get some steel. Das ist ein Iron. Nee, das ist der gar nicht. Okay, das ist der hier. Ah, ja, klar. Rough Iron. Weil das ist auch das Zeug dazu. Nur, also so teuer ist er nicht. Eine Stahlplatte braucht er, klar. Aber er ist halt doppelt so schnell wie die da. Ja, und das bringt uns halt schon mal extrem weiter. So, wir machen gleich wieder das da aus. Ich schaue schon viel zu viel in die Zukunft. Und den Diamanthammer, der ist super. Den möchte ich auch haben. Darum bauen wir jetzt auch als nächstes die Schmelze. Oh, und wie gesagt, ich lasse den jetzt laufen. Das heißt, ich werde da immer wieder auch mehr Redstone machen, weil ich will jetzt nämlich meine Werkzeuge verschnellern. Da werden jetzt einige Hämmerchen draufgehen. Das weiß ich jetzt schon. Das war jetzt der. Also ein Hammer für ein Stack Redstone. Es ist darum, dass ich sage, ich muss auf jeden Fall Eisen besorgen gehen.
Aber ich will meine Picke beschleunigen. Das ist jetzt momentan mein Hauptsinn. Wir beschleunigen das zweite Mal. Und ja, ich beschleunige jetzt erst einmal meine Hauptpicke. Das heißt, ich bin jetzt bei 100. Ich bin jetzt schon mal bei einer Geschwindigkeit von Mining Speed 15. Habe ich jetzt noch was da? Ein bisschen Pulver. Das heißt, wir bauen uns sofort den nächsten Hammer. Und danach kann ich mir keinen Hammer mehr bauen, weil ich keine mehr habe. Also kein Eisen mehr habe. Das heißt, ich muss doch nochmal minen gehen. Gott, das dauert ja wirklich ewig. Naja, 40 Sekunden sind 40 Sekunden. Darum heißt es jetzt dann für mich. Aber das ist auf jeden Fall, was ich alles so oft mache. Also so Material verarbeiten. Das wäre einfach nur, das wäre sogar im Speed-Update einfach nur rumstehen. Nee. So, das heißt, wir haben jetzt nochmal vier. Wir nehmen den Hammer, den neuen und vernichten ihn. Pop. Da ist er weg. Wir schmeißen es noch mal rein. Ja, man kann es auch in Naturforge machen, aber das ist mir zu, nee. Mir zu langsam. Ich weiß nicht, warum, dass ich zu dem Ding immer Toolforge sage. Toolstation. So, wir haben jetzt 6 Stück. Und 2. Das heißt, wir machen die zweite Picke auch noch. Ist hervorragend. Okay. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt noch mehr Redstone durchjagen. Vielleicht werde ich noch mal ein bisschen Eisen holen. Das weiß ich noch nicht. Oder ich werde das Eisen verarbeiten, das was wir haben. Ich habe auch Gott sei Dank ein paar so Eisengravel gefunden. Also das heißt, wir haben da auch ein bisschen was zu tun. Und dann werden auch da die Kisten ein bisschen so sortiert, dass man sagen kann, okay, wo was hinkommt. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Und vor allem, wir müssen das nächste Mal auch lustige Holzplatten bauen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare. Ich versuche so viel wie möglich zu beantworten. Habt ihr auch gesehen, heute in der Folge. Oder auch, wenn es nur eine kurze Antwort ist, schriftlich. Und genau, dann hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.